Nachdenkseiten. Die kritische Website. Die US-nah organisierte Gleichschaltung wichtiger Leitmedien. Teil 2 zur Putin-Rede, Ukraine etc. von Albrecht Müller. Der Medienwissenschaftler Uwe Krüger hat 2013 das Ergebnis seiner wissenschaftlichen Arbeit über die Zusammenhänge von Größen des deutschen Journalismus mit außen- und sicherheitspolitisch aktiven Eliten veröffentlicht. Der Titel seines Buches: Meinungsmacht. Seine Beobachtungen sind wichtig, um die Grundlinien wichtiger Medienschaffenden in der wieder auflebenden Auseinandersetzung zwischen West und Ost und damit das überwiegende Medienecho beim Konflikt um die Ukraine besser zu verstehen und vor allem auch die Orientierung an transatlantischem und US-amerikanischem Denken einordnen zu können. So wird der Mainstream US-nah ausgerichtet. Uwe Krüger hat beobachtet und beschreibt, dass sich Journalisten in verschiedenen Zirkeln mit den Mächtigen treffen und sich dieses Eingebundensein in ihren journalistischen Werken niederschlägt. Wörtlich: Am auffälligsten war der Befund, dass 4 leitende Journalisten der Süddeutschen Zeitung, Cornelius, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Frankenberger, der Welt, Stürmer und der Zeit, Joffe, stark in US- und NATO-affinen Strukturen eingebunden sind. Zitat Ende. Das deckt sich mit den Beobachtungen vieler unserer Leserinnen und Leser. Allerdings beobachten wir das Phänomen der Anlehnung und Gleichrichtung bei einer Reihe anderer Journalistinnen und Journalisten. Die Daten im Buch von Uwe Krüger beziehen sich auf die Jahre 2002 bis 2009. Die meisten Beobachtungen sind noch aktuell. Hier ist eine Tabelle mit Größen des deutschen Journalismus, die in transatlantisch ausgerichteten außen- und sicherheitspolitischen Eliteorganisationen eingebunden waren und sind. Diese Tabelle ist ein Auszug aus einer Tabelle des Buches von Uwe Krüger. Siehe dort die Seiten 119 bis 122. Medium: Zeit. Name: Josef Joffe. Organisation unter anderem: Bilderberg, Goldman Sachs Foundation, Hypo Vereinsbank, Münchner Sicherheitskonferenz. Medium: Zeit. Name: Matthias Naas. Organisation: Atlantikbrücke, Bilderberg. Medium: Zeit. Name: Marc Brost. Organisation: Atlantikbrücke. Medium: Süddeutsche Zeitung. Name: Stefan Cornelius. Organisation: unter anderem Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Deutsche Atlantische Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Internationale Politik, Körperstiftung. Medium: ZDF. Name: Klaus Kleber. Organisation: Aspen Institute Deutschland. Medium: ZDF. Name: Peter Frey. Organisation: Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Körperstiftung. Medium: Bild. Name: Kai Diekmann. Organisation: Atlantikbrücke. Medium: FAZ. Name: Klaus-Dieter Frankenberger. Organisation: Atlantische Initiative, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Institut für Europäische Politik, Münchner Sicherheitskonferenz, Trilaterale Kommission. Medium: Welt. Name: Michael Stürmer. Organisation: unter anderem German-British Forum, Münchner Sicherheitskonferenz, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die genannten Personen waren auf verschiedene Weise mit den genannten Institutionen verwoben, unter anderem Mitgliedschaft in Vereinen, Beirat oder Kuratorium sowie mit der Teilnahme an nicht öffentlichen Konferenzen. Ergänzende Anmerkung: Klaus Kleber war 15 Jahre lang Washington-Korrespondent der ARD und er war bis vor einigen Jahren Kuratoriumsmitglied des Aspen Instituts Deutschland, einer US-Organisation. Er war bis 2013 regelmäßig Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz, einer NATO-nahen Veranstaltung, und hat dort mindestens eine Podiumsdiskussion moderiert, unter anderem mit John Kerry. Die Liste der ähnlich mit Eliten verwobenen Journalistinnen und Journalisten wäre gewaltig zu erweitern, wollte man ein komplettes Bild der Einflussnahme zeichnen. In meiner Darstellung fehlen Spiegel und Spiegel Online, die Bild-Zeitung, die kommerziellen Sender und große Regionalzeitungen. Überall ist die Gleichrichtung spürbar. Uwe Krüger hat Artikel und andere Medienprodukte der genannten Journalisten untersucht und festgestellt:
Die Journalisten lagen ganz auf Linie mit den Eliten. Sie mahnten zu stärkerem militärischen Engagement und empfahlen mehr Führung und Überzeugungsarbeit bei der skeptischen Bevölkerung, um die Linie durchzusetzen. Zu welchen Ergebnissen diese Agitation führt, konnten wir erleben, als im Kontext der Münchner Sicherheitskonferenz dieses Jahres Bundespräsident Gauck, Außenminister Steinmeier und Verteidigungsministerin von der Leyen einvernehmlich mehr Verantwortung in der Welt einforderten, was gleichbedeutend ist mit mehr militärischem Engagement. Solche Schübe der außen- und sicherheitspolitischen Veränderungen werden genau von diesen Kreisen von Journalisten in Kombination mit den verschiedenen Institutionen bewerkstelligt. Die Nähe zu den Eliten und zu deren politischer Orientierung zahlt sich auch für die Karriere der genannten Journalisten aus. Joffe, Frei, Kleber etc. sind auch dank ihrer ideologischen Ausrichtung und ihrer Verbundenheit mit den mächtigen Zirkeln der Elite beruflich erfolgreich. Die genannten Personen sind einflussreich. Sie bestimmen durch ihre Prominenz und ihre gleiche Ausrichtung auch die Berichterstattung und Kommentierung von anderen Journalistinnen und Journalisten. Im eigenen Medium gilt das oft ganz direkt. Ein typisches Beispiel ist der Kommentar zur Putin-Rede von Julian Hans in der Süddeutschen Zeitung vom 19. März 2014. Die Überschrift in der Printausgabe lautete »Europas Albtraum«. Typisch für die Verdrehung im Sinne der westlichen Staatengemeinschaft war unter anderem der Schluss. Zitat: Im Zeitraum von gerade einmal 3 Wochen hat Europa erlebt, wie seine über Jahrzehnte stabile Sicherheitsordnung zerbröselte. Wie soll man Putin entgegentreten? Keiner weiß es. Und für die Völker Mitteleuropas sind die alten Schreckgespenster zurückgekehrt. Ihr Albtraum. Zitat Ende. Da ist keine Rede von der Mitwirkung der Europäischen Union, der USA und der NATO an der Erosion der stabilen Sicherheitsordnung. Von den Zumutungen und den gebrochenen Versprechungen gegenüber Russland wird nicht berichtet. Schuld sind allein die Russen. Die Einbindung von Journalisten findet auf vielfältige Weise statt, durch Verknüpfung mit den aufgeführten Institutionen. Darüber hinaus aber auch durch die Tätigkeit als Korrespondenten, vor allem in den USA und in Brüssel. Ein Leser der Nachdenkseiten, dem ich Anregungen für diesen Artikel verdanke, schreibt, Zitat: Mir fiel auf, dass durch das bekannte Rotationsprinzip nach kurzzeitigem Aufenthalt in USA plötzlich ein anderer Zungenschlag zu vernehmen war, der anderswo als Gehirnwäsche gebrandmarkt wird. Zitat Ende. Er hat das beim Deutschlandfunk beobachtet. Man kann es bei der ARD und beim ZDF beobachten. Die Rollback-Ideologen in den USA und Europa bestimmen das Medienecho maßgeblich. Wer in den USA regiert, ist dabei ziemlich gleichgültig. Auch in Europa ist festzustellen, dass zum Beispiel Sozialdemokraten und Grüne fest in die herrschende Ideologie und ihre Agitation eingebunden sind, oft noch fester als die traditionellen Konservativen. Das ist kein neues Phänomen. Clevere Rechtskonservative und ihre Agitatoren im Hintergrund suchen sich oft eher linksorientierte Personen als Rammböcke zur Durchsetzung ihrer Interessen und Ideologien. So wurden Joschka Fischer und Rudolf Scharping für die Durchsetzung der militärischen Intervention im Kosovo-Krieg instrumentalisiert. So geschieht es heute. Der sozialistische Präsident Frankreichs ist einer der Hauptmatadore der neuen Konfrontation in Europa. Wichtige Repräsentanten der Grünen, einschließlich der schon im Teil 1 erwähnten Heinrich-Böll-Stiftung, wirken an vorderer Front beim Aufbau der neuen Konfrontation in Europa mit. Fazit: Es ist wichtig, über die organisierte Gleichschaltung vieler Medien aufzuklären. Es ist wichtig, auf diese Weise die Glaubwürdigkeit dieser Medien zu erschüttern. Nur dann wird es gelingen, in unserem Volk den noch vorhandenen Widerstand gegen einen neuen Kalten Krieg und gegen die neue Teilung Europas in West und Ost zu erhalten und auszubauen. Deshalb die herzliche Bitte: Klären Sie auf über die Abhängigkeit vieler deutscher Medien von den Herrschenden und einer militärorientierten herrschenden Ideologie, die übrigens immer auch eine innenpolitische und gesellschaftspolitische Seite hat. Nennen Sie Namen. Denn die laufende Agitation ist nicht namenlos. Sie wird von Personen organisiert und getragen. Die Glaubwürdigkeit dieser Personen muss im Mark erschüttert werden.